Bitte den Campground nicht umgraben. Im folgenden Talk geht es darum, die Reichstagswiese umzugraben. Wir wollen das hier nicht replizieren, aber drüber reden. Ich darf also Montserrat Graupenschläger auf der Bühne begrüßen. Der ist übrigens nicht, ganz wichtig, nicht vom Zentrum für politische Schönheit, wird aber trotzdem darüber sprechen. Die Reichstagswiese umgraben und Drecksfirmen hacken, neue Perspektive und Ideen für zivilen Ungehorsam. Montserrat Graupenschläger, viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Die Reichstagswiese umgraben und Drecksfirmen hacken. Neue Perspektiven und Ideen für zivilen Ungehorsam. Ich bin wirklich nicht vom Zentrum für politische Schönheit, wie irgendwie heute kolportiert wurde, sondern beschäftige mich seit Jahren in Theorie und Praxis mit Kommunikationsguerilla und zivilem Ungehorsam. Und in meinen Augen sind beide Aktionsformen, ob nun alleine oder in Kombination, mächtige Mittel des politischen Protests. Und dieses Mal soll es nicht so viel um Kommunikationsguerilla gehen, sondern vielmehr um zivilen Ungehorsam. Ziviler Ungehorsam, da denken wir ja zuallererst an Mahatma Gandhi oder Martin Luther King oder Rosa Parks oder an die gute alte Sitzblockade. Da geht aber noch mehr. Und weil mit zivilem Ungehorsam ist ein ganz bunter Strauß von Aktionsformen möglich. Da kann man eine Menge Spaß mit haben und wir können uns selbst, und ich glaube, das ist ganz wichtig, aus der Lethargie und aus der Ohnmacht befreien, die wir in den Merkel-Jahren so angesammelt haben. Und mit zivilem Ungehorsam, da kann man sich selbst ermächtigen und politisch was in die Hand nehmen. Kommen wir zu dem Konzept, was ist eigentlich ziviler Ungehorsam? Also zuallererst mal die theoretischen Hintergründe. Was ist das genau? Das Wort taucht das erste Mal auf bei Thoreau. Er ist einer der Vordenker des zivilen Ungehorsams, er lebte im 19. Jahrhundert und hat seine Gedanken im Werk über die Pflicht zum zivilen Ungehorsam festgehalten. Thoreau geht von zwei Annahmen aus, von zwei Grundannahmen aus. Das erste ist, die Autorität einer Regierung basiert auf dem Einverständnis der Regierten. Und die zweite Annahme ist, Gerechtigkeit ist wichtiger als Gesetze und jeder Einzelne von euch oder also das Individuum kann beurteilen, ob die Gesetze gerecht sind. Und daraus folgt dann für ihn, er sagt es so, wenn das Gesetz so beschaffen ist, dass es notwendigerweise aus dir den Arm des Unrechts an einem anderen macht, dann sage ich, brich das Gesetz und mach dein Leben zu einem Gegengewicht, um die Maschine aufzuhalten. Soweit Thoreau in Kurzform, das ist natürlich noch deutlich länger. Es geht jetzt nicht nur um Gesetze brechen, also ziviler Ungehorsam muss sich nicht darauf nur beschränken. In der neueren Theorie ist es deutlich weiter gefasst. Es geht eben auch um Pflichten, Befehle, Regeln oder wenn man es noch weiter aufmacht, eigentlich auch um Normen und Konventionen, die man brechen kann. Und wichtig dabei ist, dass es nicht ein einfaches Fuck you ist, sondern vielmehr ein Abwägungsprozess mit eigenen Regeln. Und diese eigenen Regeln des zivilen Ungehorsams, da sind drei Punkte eigentlich wichtig, was den zivilen Ungehorsam, was ihn ausmacht in seinem Kern. Das sind einerseits und erstens die Gewissensgründe, also zur Abstellung des Unrechts oder zur politischen Bekämpfung des Unrechts stelle ich meine Gewissensgründe und die Moral über das Gesetz, über die Regel, über die Norm, den Befehl. Und das Gesetz zu übertreten, ist dann eine Gewissensentscheidung mit dem Zweck, Unrecht zu bekämpfen. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, ich muss das bewusst tun. Also ich nehme in Kauf, dass ich durch die Gesetzesübertretung auch bestraft werden kann. Und darin liegt auch eine Kraft des zivilen Ungehorsams, dass man eben auch ankündigt, ich mache bewusst, breche ich eine Regel oder ein Gesetz und tue das aus politischen und moralischen Gründen. Und der dritte Punkt ist die Gewaltfreiheit. Hier sehen wir Herrn Thierse, wie er eine Nazi-Demo blockiert, worauf die Anwohner alle gerufen haben, Thierse, blockierse. Die Regelverletzung ist gewaltfrei und zwar jetzt nicht im Sinne oder im Sinne von niemals gegen die Würde des Menschen gerichtet. Also
Aktionen des zivilen Ungehorsams schließen Gewalt gegen Menschen aus. Das gehört einfach nicht zum Konzept. Und nach Gandhi hat die Gewaltfreiheit eben moralische und taktische Gründe auch. Zu der Taktik komme ich später nochmal. Ziviler Ungehorsam steht immer in einem Spannungsverhältnis von Legitimität und Illegalität. Deswegen müssen sich auch so Aktionen des zivilen Ungehorsams immer aufs Neue wieder legitimieren, weil es wird immer Leute geben, die sagen, hey, ihr brecht hier Gesetze, ihr seid illegal, was ihr macht, ist verboten. Das wird immer passieren bei zivilem Ungehorsam und das muss man verhandeln in Gesellschaften. Aber Gesellschaften können lernen und friedliche Sitzblockade, ob nur beim Castor oder gegen Nazis, wird heute in weiten Teilen der Gesellschaft als Aktionsform vielleicht nicht ganz akzeptiert, aber zumindest anerkannt, dass sie irgendwie dazugehört. Das war in den 60er und 70er Jahren noch anders. Und das kann sich eben ändern. Und neben der Praxis, also Aktionen machen, gehört es also immer dazu auch, dass Aktionen erklärt werden und kommuniziert werden. Und dieser Aushandlungsprozess in der Bundesrepublik war so, dass ich in den 80er Jahren, da ging es um die Atomwaffen, haben sich namhafte Intellektuelle an Sitzblockaden beteiligt, 83. Und es hat zu einer großen Debatte geführt, um eben Legalität und Legitimität von zivilem Ungehorsam. Und Jürgen Habermas erklärte dann zivilen Ungehorsam für legitim, aber definierte ihn in ziemlich engen Regeln. Und diese Einengung ist vor allem, dass es immer öffentlich und angekündigt sein muss, dass man gehorsam gegenüber dem bestehenden System sein soll und dass es ausschließlich symbolisch sein muss. Das schließt sehr viele Aktionen aus. Und deswegen möchte ich hier eigentlich einen erweiterten Begriff vorschlagen, in dem ziviler Ungehorsam eben auch Aktionen einschließt, die über Symbolcharakter hinausgehen. Das soll verdeckte, unangekündigte und überraschende Aktionen erlauben, die der Staat oder der Gegner nicht absehen kann. Das soll Aktionen der Kommunikationsguerilla einschließen und Aktionen, die vielleicht Spielregeln des klassischen Protests missachten oder daneben stehen oder eben anders spielen als gewohnt und vielleicht auch Aktionen, die gegen nichtstaatliche Player wie Unternehmen und Konzerne sich richten. Und dabei geht es darum, das Repertoire des Protests zu erweitern und die grundlegende Idee des zivilen Ungehorsams dabei weiterzuentwickeln. Ich werde jetzt in dem folgenden Teil verschiedene Akte zivilen Ungehorsams vorstellen, die einerseits eine Erweiterung des Handlungsrahmens darstellen oder die Stärke der Aktionsform ziviler Ungehorsam deutlich machen und zeigen und eben auch zeigen, was damit machbar ist und möglich ist. Ich denke, was Habermas nicht drin hatte, war Whistleblowing in einer Welt, in der der Überwachungsapparat immer stärker wird und immer mächtiger, braucht es demokratische Kontrolle und Gegenwehr. Und deswegen sind die Leaks von Whistleblowern Akte zivilen Ungehorsams und zwar sehr exakt nach der ursprünglichen Definition Gewissensgründe bewusst und gewaltfrei. Und es liegt an uns, dass wir diese Praxis des Leakings zur Normalität machen und dass Whistleblower nicht mehr zivilen Ungehorsam leisten müssen, sondern geschützt sind. Wenn allerdings Journalisten geleakte Dokumente veröffentlichen, ist das kein ziviler Ungehorsam, sondern ihr gutes Recht und das haben wir gerade zusammen verteidigt. Und wäre die Bundesregierung mit ihrer Haltung durchgekommen, wäre die Presse in eine Situation gekommen, ihr Grundrecht wieder mit zivilem Ungehorsam zu erkämpfen zu müssen. Das ist jetzt nicht mehr nötig oder erstmal nicht. Danke an dieser Stelle an alle, auch die Netzpolitik unterstützt haben in den letzten Wochen. Also das ist so eine Kombination aus zivilem Ungehorsam und dann ein Grundrecht auf Pressefreiheit. Das kann man, also wäre hier die Charakterisierung. Eine andere Spielart an Informationen zu kommen ist Hacken. Und da haben wir es auch mit einer Regelverletzung zur Informationsgewinnung zu tun. Und bei diesem Hack gegen das Hacking-Team wurde halt von irgendjemand Unbekannten die moralische Abwägung gemacht, ob man Gesetze brechen darf, um dann einer Firma das Handwerk zu legen oder zumindest ihre Methoden der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen in 400 Gigabyte Daten. Und
das Schöne daran ist, dass daraus dann eine nicht abgesprochene, eigentlich perfekte Zusammenarbeit zwischen dem zivilen Ungehorsam und dann den Leuten entsteht, die diese Daten dann untersuchen und die Öffentlichkeit unterrichten. Das erzeugt einerseits eine Debatte und schädigt ein Unternehmen, das gegen Menschenrechte vorgeht. Es ist also eine Win-Win-Situation. Hier haben wir es mit externem Whistleblowing und der Aufarbeitung für die Öffentlichkeit zu tun. Hacken von Firmen und staatlichen Stellen, die sich eben gegen Grundrechte stellen, kann man als dieses externe Whistleblowing bezeichnen. Ja, das hat eine wichtige Informationsfunktion, die hier beide Seiten übernehmen. Die beiden jetzt gerade vorgestellten Formen des zivilen Ungehorsams sind sehr ernsthaft. Ziviler Ungehorsam darf aber auch Spaß machen. Es muss nicht immer bierernst sein. Es gibt so zum Beispiel, gab es mal eine Gruppe, die hieß Up Against the Wall Motherfuckers. Die waren in den späten 60er Jahren in den USA aktiv und die haben eine sehr schöne Aktion gemacht. Ich finde eigentlich eine ihrer schönsten Aktionen. Das war das sogenannte Mill-In im New Yorker Kaufhaus Macy's in der Vorweihnachtszeit 1968. Und da kamen die Motherfuckers als Kunden und Angestellte verkleidet ins Warenhaus, verschmutzten, zerbrachen, stahlen und verschenkten Waren. Und darüber hinaus haben sie Hunde und Katzen in der Lebensmittelabteilung freigelassen, während sich Lockvögel mit Fahnen und Transparenten inmitten von Gruppen aufrechter Kunden stellten, die dann im Chaos von Polizisten und Abteilungsleitern verprügelt und angerempelt wurden. Eine ähnliche Nummer hat King Mob gemacht. Das ist eine Gruppe aus Großbritannien in derselben Zeit. Die haben in einem Kaufhaus in London in der Weihnachtszeit sich als Weihnachtsmänner verkleidet und in der Spielzeugabteilung Spielzeuge an Kinder verteilt. Später kam dann die Polizei und die Kinder müssen es zurückgeben und der Weihnachtsmann wird verhaftet. Und bei diesen beiden Aktionen haben wir es mit Regelverletzungen zu tun, die Gewohntes in Frage stellen, also die Konvention auf den Kopf stellt, und sie nutzen das Mittel der Verwirrung und der Camouflage, um eben Gewohntes aufzubrechen. Mit Camouflage und Fake hat auch die nächste Aktion zu tun, die der Space Hijackers. Das ist eine Kommunikationsguerilla- und Spaßguerilla-Truppe aus London, die sich leider letztes Jahr aufgelöst hat. Und eine ihrer schönsten Geschichten unter den zahlreichen großartigen Aktionen ist der Panzerstunt bei den G20-Protesten im Jahr 2009 in London. Da haben sich die Space Hijackers für 6.000 Pfund so einen Elvis Saracen-Panzer gekauft, den dann blau angemalt, und sind dann während der Proteste als falsche Polizisten verkleidet vor die Royal Bank of Scotland gefahren und boten dort dann den Polizisten Hilfe gegen böse Demonstranten und Krawallmacher an. Die Polizei lehnte das ab, nahm die 11 Space Hijackers fest und klagte sie an wegen Impersonation of Police Officer. Die Anklage wurde 2011 fallen gelassen und die haben, glaube ich, 15.000 Pfund Entschädigung bekommen. Aber das Schönste von der Aktion, finde ich, ist direkt nach dieser Festnahme passiert, also als die Polizei den Panzer beschlagnahmt, weiß sie nicht, dass der Motor noch einige Minuten laufen muss nach dem Start, bis die Bremsen funktionieren, und die festgenommenen Space Hijackers beobachten noch, wie die Polizisten mit dem außer Kontrolle geratenen Panzer Sachschaden an Häusern und Autos anrichten. Hier ist also Spaß am Protest und Autorität in Frage stellen, da kann man die Polizei blamieren. Ist immer mal wieder gut. Nach diesen eher lustigen Aktionen möchte ich zurückkommen auf was Ernsthafteres, und zwar auf die Aktion Die Toten kommen. An einem Montag im Juni startete das Zentrum für politische Schönheit die Aktion Die Toten kommen, und die ganze Geschichte lasst ihr euch vielleicht lieber auf dem nächsten Kongress, wenn die denn kommen, da nochmal erzählen. Aber was bei dieser Kunstaktion, die kann als Paradebeispiel gelten, wie man eigentlich mit viel Moral und einem richtig guten politischen Grund und einer mächtigen, normenverletzenden Kunstaktion innerhalb von einer Woche 7.000 Menschen für zivilen Ungehorsam gewinnen kann. Grundsätzlich ging es bei der Aktion darum, auf die 23.000 Toten im Mittelmeer an den Außengrenzen der EU, um die sichtbar zu machen. Dazu hatte die Aktion verschiedene Elemente, also einerseits die Beerdigung von Flüchtlingen in Deutschland und andererseits die Ankündigung, vor dem Kanzleramt ein Mahnmal zu errichten, samt Anmeldung von der Demo mit Baggern und Presslufthammern. Die stand da auch in der Anmeldung drin, um dann die Bauarbeiten für das Mahnmal zu beginnen. Also Montag begann die Aktion, am Dienstag wurde der erste Flüchtling
begraben. Das Zentrum hatte in Sizilien verscharrte Flüchtlinge exhumiert und sie im Einverständnis mit den Familien nach Deutschland gebracht, um sie da zu beerdigen. Und da fand die erste Beerdigung statt. Und es ist natürlich immer eine große Provokation, wenn man mit Leichen und Toten hantiert. Aber die Provokation, die schaffte den Raum, eine bundesweite Debatte über das Sterben im Mittelmeer auszulösen und lenkte gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf die Demonstration, die am Samstag stattfinden sollte, die der Marsch der Entschlossenen, als Marsch der Entschlossenen angekündigt war. Was dann in der Woche passierte, war auf einmal hat jemand am Oranienplatz in Berlin ein Grab ausgehoben und das war niemand vom Zentrum für politische Schönheit. Und die Sache ging dann viral. Und überall in 100 Städten Europas haben auf einmal Leute angefangen, im öffentlichen Straßenland Gräber auszuheben. Bei sowas ist wichtig, dass man noch so ein bisschen mit gemeinsamen Hashtags, einem Tumblr-Blog oder so die Sichtbarkeit der Sachen erhöht, der einzelnen Aktionen und auch die Leute motiviert. Aber durch diese ganzen Gräber, die in ganz Europa ausgehoben wurden und vor allem in Deutschland, entsteht eine Stimmung, in der ziviler Ungehorsam legitim erscheint. Und die Toten kamen dann ja wirklich in die Städte, in die Parks und vor die Rathäuser. Dann war die Demo natürlich ein Problem, ne? Mit Bagger und Presslufthammer angemeldet. Wenn man eine Demo anmeldet, gibt's immer ein Anmeldergespräch. Normalerweise, manchmal machen die das telefonisch. Wenn es ein bisschen gefährlicher ist, dann kommen so drei Behörden und das LKA. Ich habe mir sagen lassen, dass bei dem Anmeldergespräch 12 Behörden da waren. Und zwar vom BKA bis zum Gesundheitsamt Mitte. Sie waren alle sehr besorgt und am Freitag dann, nur einen Tag vor dem Marsch der Entschlossenen, verbietet die Polizei die Bagger und das Mitführen von Presslufthammern und Leichen und erteilt harte Auflagen für die Demonstration. Und das Zentrum reagiert mit diesem Text. Was dann am nächsten Tag passiert, ist ein bisschen anders gelaufen, als in diesem Text ganz ohne Ironie gefordert wurde. Etwa 7000 Menschen kommen am Samstag auf den Marsch der Entschlossenen und ziehen dann zum Bundeskanzleramt, wo die Reichstagswiese mit Bauzäunen abgesperrt ist. Doch plötzlich fällt der Zaun, nicht ganz wie von Geisterhand um, aber irgendjemand hat ihn umgeworfen. Und diese 7000 Menschen strömen sehr selbstbewusst und mit festen Schritten, aber nicht rennend, aber und irgendwie langsam. Es war also wirklich ein wunderschöner Akt zivilen Ungehorsams, strömen auf diese Wiese und fangen an, mitten im Zentrum der Macht, ja, zwischen Kanzleramt und Parlament, Gräber anzulegen. Es werden mehr als 100 Gräber angelegt und die überforderte Polizei kann das auch wegen dem beherzten Vorgehen der bunten Menge eine Stunde lang etwa nicht verhindern. Und beschlagnahmt dann Kinderschaufeln und wird von Menschen mit erhobenen Händen immer wieder zurückgedrängt. Am Ende hat die Aktion dann doch zu 91 Festnahmen geführt. Das waren doppelt so viele wie am 1. Mai. Und es war die größte zivile Ungehorsamsaktion in Berlin, glaube ich, der letzten Jahre. Und sie trägt halt eben das Sterben symbolisch ins Herz der Bestie eigentlich. Durchgesetzt von Familien mit Kindern, linksradikalen Theaterleuten, Hipster, Hippies, Hacker, Omas, Punks. Also es war eine schöne Mischung. Also das ist, glaube ich, auch eine Stärke von zivilem Ungehorsam, dass er diese Bandbreite aufmacht. Und wenn das nicht nur irgendwie eine Gruppe ist, die demonstriert, dann wird es deutlich schwieriger, dagegen vorzugehen. Hier haben wir also die schöne und seltene Kombination aus Aktionskunst und Ungehorsam, die eben sehr viel Debatte erzeugen kann und eine Kommunikationsarena für das wichtige Thema geöffnet hat. Auch aus dem Thema Migration kommt eine Aktion, die in der Aufregung um die ganze Landesverratsaffäre etwas unter die Räder gekommen ist. Und zwar hat das PEN Collective, die auch eine sehr lustige und gute Aktion machen, eine Hochglanz Kampagne gestartet. Und diese Kampagne ist ein klassischer Aufruf zur Regelverletzung. Sie ruft nämlich Leute auf, ey, werde Fluchthelfer und nehme noch diesen Urlaub Geflüchtete mit über die Grenze, wenn du aus Italien kommst. Und in einem gut gemachten Video, was echt so, also richtig professionell ist, wird gezeigt, wie Fluchthilfe geht. Das Schöne an der Kampagne ist, dass sie einerseits einen Gegenpol setzt zu den ganzen rassistischen Ausschreitungen im Land und dann mit Hochglanzwerbung für zivilen Ungehorsam macht.
argumentiert strikt moralisch, gibt dabei aber gute Tipps, wie man beim Fluchthelfen nicht erkannt wird, zum Beispiel mit so Deutschland-Kondomen auf den Außenspiegeln, und sammelt dabei Geld für Rechtshilfe für Leute, die dabei doch erwischt werden, und greift gleichzeitig das Bild der bösen Schlepper, was uns ja hier die ganze Zeit eingetrichtert wird, mit dem positiven Bild des Fluchthelfers an. Das Ganze hat ein recht großes Medienecho erreicht, und interessant ist, obwohl das Ganze natürlich nicht ganz legal ist, haben die Massenmedien das in epischer Breite kommuniziert, wie das funktioniert, obwohl da Gesetze eben verletzt werden könnten. Die FPÖ in Österreich, die schäumte vor Wut, weil die dort der Asylantenschmuggel angeheizt werden sollte. Und ein lustiges Detail am Rande ist, dass sich rechte Verschwörungstheoretiker haben den Whois-Eintrag gelesen, der Webseite, und sehen dort das Ayn Rand Institute. Und die Rechten vermuten sofort, dass die USA hinter der Aktion steckt, um Deutschland und Europa mit Migration zu destabilisieren. Wenn sowas passiert, hat man eigentlich alles richtig gemacht. Also hier haben wir echt eine Hochglanz-PR vermischt mit dem Aufruf zu zivilem Ungehorsam in Richtung Mainstream gerichtet und nicht eben nur in die Richtung Linksalternativ. Da sind Sprache und Tonalität und Bilder eben sehr wichtig, wenn man das Anliegen und den zivilen Ungehorsam in die Breite tragen will. Auch aus dem Hause Peng kommt die folgende sehr schöne Kommunikationsguerilla-Aktion. Und zwar haben die Aktionskünstler letztens einfach mal eine falsche Pressekonferenz in der Deutschlandzentrale von Vattenfall gemacht. Und das war wohl sehr einfach. Man braucht dazu nur einen Anzug, ein paar Leute mit Rollkoffern, einen schicken Aufsteller und ein iPad mit Mails, die besagen, ich darf hier eine Pressekonferenz machen. Und schon glaubt einem der Rundfunk Berlin-Brandenburg, dass Vattenfall zu den Guten gehört. Gleichzeitig muss dann Vattenfall, und das ist eigentlich der schöne Dreh dann an so einer Geschichte, dementieren, dass sie die Guten sind. Und Vattenfall droht dann noch mit rechtlichen Konsequenzen, aber man weiß bei solchen Sachen eigentlich immer, das machen die nie, weil sie dann das Thema wieder auf dem Tisch haben und die Blamage wird noch größer. Und also so Dinger kann man immer machen, wenn man in einer moralisch höheren Position ist gegen Konzerne, die haben da eigentlich meistens Schiss. Also Regelverletzen kann auch sehr niedrigschwellig sein und trotzdem schöne Effekte auslösen. Wir haben hier halt mit Impersonation plus Medienhack Konzerne scheiße aussehen lassen. Kommen wir zur nächsten Aktion, da gehen wir weg von Kommunikationsguerilla und kommen zu einer sehr klassischen und auch radikalen Aktion massenhaften zivilen Ungehorsams. Castor Schottern. Schottern meint das Entfernen von Schotter aus dem Gleisbett, damit Züge nicht mehr fahren können. Und Schottern war eine Aktionsform bei den Castor-Protesten 2010 und 2011. Und interessant an der Sache ist, an dieser Kampagne war, dass sie sehr frühzeitig den Aufruf zu diesem massenhaften Regelverletzen, also schon Monate vor der Aktion, gemacht haben. Und eins der Effekte, was dann passiert ist, ist, dass eine riesige Debatte entstanden ist um die Aktionsform. Und es gelingt richtig gut, denn alleine in Taz, Süddeutscher Zeitung und FAZ, die veröffentlichen insgesamt 90 Artikel, in denen das Thema behandelt wird. Das heißt, man kann mit der bloßen Ankündigung von zivilem Ungehorsam Debatten und politische Themen auf die Agenda setzen und dann diese auch wieder nutzen für die Aktion selbst und den Gesamtprotest als Mobilisierungseffekt. Also das hat durchaus die Möglichkeiten, eben Debatten anzuheizen. Das Schottern wurde als Aktion bis in die Grüne Partei hinein akzeptiert und Promis wie Bela B. oder Charlotte Roach haben das unterstützt. Und an der Aktion im Wendland haben sich später etwa 7000 Leute aktiv beteiligt. Die Polizei hat sich sehr auf die Schotterer konzentriert, weil sie die radikalste Aktionsform waren. Und Regelverletzungen dort waren nicht nur Schottern, sondern auch, was man hier sehen kann, ist sogenannte passive Bewaffnung. Das ist in Deutschland verboten, mit der sich die Mitmachenden gegen Pfefferspray und Stockschläge schützten. Und wenn man das im Nachhinein betrachtet, also das Aktionskonzept war, von uns geht keine Eskalation aus und wir gehen nicht gegen Menschen vor. Und das wird bis auf sehr wenige Einzelfälle
komplett eingehalten. Also ziviler Ungehorsam hat auch die Fähigkeit, eine Brücke zu schlagen von autonom bis grün. Aber Verdienst dieser Schotterkampagne war am Ende nicht das Schottern an sich. Das hat relativ schlecht geklappt, weil die Polizei einfach so hart davor gegangen ist, sondern die ausgelöste Debatte und das Hineintragen von einer relativ radikalen Aktionsform in den Mainstream. Der Begriff hat es dann geschafft, zum Wort des Jahres zu werden, und er wurde in andere Proteste hineingetragen. Kastor Schottern zeigte eigentlich, was alles möglich ist mit zivilem Ungehorsam, ne? Also es ist so eine richtig breite Debatte entstanden. Bei der nächsten Aktion, die auch schon was länger zurückgeht, liegt, geht es darum, wie Taktiken des zivilen Ungehorsams auch übermächtige Polizeien überlisten können. Und das war die Block G8, hieß die Aktion. Beim G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 gab es ein sehr großes Bündnis, das zur Blockade der Zufahrtsstraßen des Gipfels aufgerufen hatte. Und ihnen standen etwa 17.000 Polizisten und 1.100 Bundeswehrsoldaten, die da als Unterstützer waren, entgegen. Und trotz des militärischen Aufmarsches des Staates waren die Blockaden am Ende erfolgreich. Und ihr müsst es euch so vorstellen, dass die Polizei da auf jeder Straße mit mehreren Wasserwerfern stand. Da sind Truppenhubschrauber rübergekreist. Das war so ein bisschen Vietnam-Feeling in den Feldern. Vollgeladen mit Bundespolizei, Pfefferspray, Tränengas, Wasserwerfer, alles wurde eingesetzt. Und trotzdem waren die bunt gemischten Demonstrierenden erfolgreich. Und Grund dafür war die Fünf-Finger-Taktik. Die Fünf-Finger-Taktik ist eigentlich ganz einfach. Sie funktioniert leider nur auf dem offenen Land und nicht in der Stadt. Und zwar geht die so, also bei der Fünf-Finger-Taktik teilen sich die Demonstrierenden in mehrere Finger auf und gehen auf einer relativ großen Länge von Kilometern auf eine zu blockierende Straße zu. Und in freiem Gelände ist selbst mit 17.000 Polizisten so eine Straße praktisch nicht zu verteidigen, da sich die Polizei immer auf den ersten ankommenden Finger konzentrieren wird. Und die anderen Finger kommen dann irgendwie durch. Und das Schöne ist, dass man auch, wenn die Polizei dann kommt, sich nochmal aufteilen kann. Also ich war da in der Situation, wo auf einmal so eine Hundertschaft kommt, der Finger teilt sie auf, die Polizei weiß nicht, teilen wir uns nach rechts oder links auf, und man umfließt sie einfach. Also taktisch lassen sich so auch hochgerüstete Polizeien, die komplett überlegen sind, vollkommen friedlich schlagen. Und wenn man Polizeien friedlich schlägt, die in großer Zahl da sind, dann gewinnt man auch den Krieg um die Bilder. Auf der einen Seite hat man eben diese bunten, friedlichen Menschen, die durch Felder und Blumenwiesen strömen. Auf der anderen Seite eben die Polizei, die einen quasi militärischen Einsatz gegen ihre Bürger fährt. Und deswegen müssen wir bei allen Aktionen immer mitbedenken, was für Bilder sie auch produziert und wie wir damit die Menschen erreichen können. Das heißt, wenn wir massenhaften zivilen Ungehorsam machen, eine gute Taktik haben, dann können wir auch Erfolge feiern. Und wichtig ist an diesem Beispiel, dass außerparlamentarische Politik muss nicht immer frustrierend sein. Ich meine, normalerweise demonstrierst du gegen irgendwas und meistens ändert sich natürlich nichts, wenn du von der Demo nach Hause kommst. Und bei erfolgreichem zivilem Ungehorsam kommst du nach Hause und hast schon ein erstes kleines Ziel erreicht, egal wie das große politische Ziel dann am Ende ausgeht. Ist nicht zu unterschätzen, also wie die Leute zum Beispiel bei dieser Totenkommen, Reichstagswiese, Gräber anlegen, nur mal nach Hause kamen, das war irgendwie die Strahlen im Gesicht, und da ist unglaublich viel Power drin, die Leute mitnehmen und weiterzählen. Also kleine Erfolge ist auch mal gut. Kommen wir zum Teil, was sonst noch möglich ist, aber Achtung, das ist kein Aufruf zum Nachmachen. Ihr kennt ja alle das Werfen von Torten, und Tortenwerfen wurde als Aktionsform von diesem Herrn, er heißt Noël Godin und ist Belgier, erfunden. Godin bezeichnet es als sein Hauptziel, so viele seiner Meinung nach selbstgerechte und humorlose Menschen wie möglich zu torten. Beim Torten wird eine Sahnetorte mit weichem Boden, und das ist Noël Godin sehr wichtig, also es darf jetzt nicht irgendwie mit gefrorenen Kirschen noch sein und so, also eine Sahnetorte mit weichem Boden dem Ziel ins Gesicht gedrückt oder geworfen. Um kurz mal Anschauungsmaterial zu geben, 1998 Noël Godin gegen Bill Gates. In Deutschland ist Tortenwerfen leider recht wenig akzeptiert und wird als gewalttätig
wahrgenommen. Das sah man, als Theodor zu Gutenberg mal eine Torte hier abbekam. Und vermutlich gibt es deswegen auch kaum Aktivisten, die Torten werfen. Das ist in Belgien deutlich anders und in Holland auch. Die Stärke des Tortenwerfens liegt in der viralen Verbreitung der Bilder, die man damit produziert. Oder wie es ein bekannter Tortenwerfer aus Amsterdam letztens auf einem Vortrag sagte, Media can't resist. Also das geht immer, ne? Also das ist so wie nackte Proteste, ist Tortenwerfen so ein Mittel, das machst du und das geht, kommt auf jeden Fall in die Medien. Aber weil Torten ja bei uns nicht so angesagt sind, gibt es auch eine sanfte und weniger cremige Fortentwicklung. Das ist das Glitterbombing. Dabei wird die Zielperson mit Glitzer beworfen und dabei dann die politische Message verbreitet. Die Aktionsform entstand in den USA und wurde vor allem im politischen Kampf gegen homophobe Politiker genutzt. Hier mal ein Beispiel. Man kann das aber thematisch natürlich auch komplett ausweiten, ne? Also es geht auch gegen Mario Draghi, den Chef der Europäischen Zentralbank. Man beachte, wie ängstlich er dort in der Ecke ist. Wie das unlängst geschehen ist, also als Protest gegen den Umgang mit Griechenland. Und man kann das auch noch anders weiterdenken, wenn man möchte. Und könnte auch grundrechtsfeindliche Politiker und Hersteller von Spionagesoftware glittern. Wichtig. Wichtig beim Glittern ist übrigens, dass man es selbst dokumentiert oder genug Presse da ist, damit es auch Bilder gibt. Und Glittern ist weitaus anschlussfähiger als Tortenwerfen, weil es wirklich schwer ist, dir daraus eine Straftat zu drehen. Zumal, also ich habe mir sagen lassen, es ist besser, ein bisschen grobkörnigere Glitter zu nehmen, damit man das nicht einatmen kann. Dann wird es noch schwieriger mit den Anzeigen. Ja, das wäre eine Sache, ja, macht es bitte nicht. Eine andere Sache, in Deutschland feiern wir Menschen, die im Januar 1990 die Stasi-Zentrale gestürmt haben. Das war ein großer Akt der Demokratie. Und angesichts der Geheimdienstskandale und des größten Überwachungsskandals der Geschichte der Menschheit könnte es ja unter Umständen auch schon wieder gerechtfertigt sein, die Geheimdienste mit Aktionen zivilen Ungehorsams anzugehen und die Debatte um ihre Legitimität anzufeuern. Solange die einzige Konsequenz aus Snowden ist, dass die Vorratsdatenspeicherung kommt und der Etat der Geheimdienste erhöht wird, müssen wir uns fragen, welche... Ja, kein Bild mehr. Müssen wir uns fragen, welche Mosaiksteine im Kampf für Grund- und Bürgerrechte es noch gibt und wie wir sie sinnvoll nutzen können. Und dazu gehört eben auch der zivile Ungehorsam. Und das bringt uns zurück zu der Frage, warum ist ziviler Ungehorsam eigentlich gut? Ziviler Ungehorsam ist gut, weil er eine Selbstermächtigung darstellt. Und als sich Rosa Parks 1955 in einem Bus in den Südstaaten weigert, den Platz für einen Weißen freizumachen und daraufhin verhaftet wird, ist dies einer der Startpunkte für die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und in der Folge wird es dieser Bewegung gelingen, auch mit Methoden des zivilen Ungehorsams die rassistische Gesetzgebung demokratisch zu beseitigen. Und ziviler Ungehorsam setzt eben Zeichen, die was auslösen können und kann andere motivieren, es gleich zu tun. Und ziviler Ungehorsam ist partizipativ und solidarisch. Beim zivilen Ungehorsam muss man sich aufeinander verlassen können. Und deswegen kann man bei den meisten Aktionen des zivilen Ungehorsams die Zärtlichkeit der Solidarität spüren. Eingehakt in der Sitzblockade mit wildfremden Menschen, die sich unterstützen oder Menschen, die dir die Augen ausspülen, wenn du Pfefferspray abbekommst. Leute, die dir spontan helfen oder denen du hilfst, weil alle einfach zusammenhalten müssen, weil du ja ein Gesetz brichst. Und in einer Welt, in der uns jeden Tag gesagt wird, dass wir die Ellbogen ausstrecken sollen, ist das Gefühl und die Erfahrung von Solidarität, und zwar im Nehmen und Geben, ganz wunderbar und wichtig. Und sie macht uns stark. Und auch das konnten wir in den letzten Wochen sehen, dass Solidarität eben doch, und da kommt die alte gute Plattitüde, eine Waffe ist.
gibt noch mehr Gründe. Man kann kleine Erfolge feiern, also die Gegenseite sperrt die Reichstagswiese ab, es ist verboten, die Demo-Route zu verlassen, in der Bannmeile darf man eh nicht richtig demonstrieren und es ist natürlich nicht erlaubt, Gräber auf der Reichstagswiese zu errichten und trotzdem gelingt es eben den Demonstrierenden trotz Anwesenheit der Polizei genau das zu tun. Und sie können... Sie können eben Zeichen setzen gegen das von der Bundesregierung in Kauf genommene Sterben im Mittelmeer. Ich fand also diese kleinen Erfolge und die Begeisterung, die das bringt und die Leute nach Hause nehmen, das macht echt Spaß, macht zivilen Ungehorsam, da kann man echt Protest einüben. Und wer da mal teilgenommen hat, dem ist die Erfahrung auch nicht mehr zu nehmen, denn so eine Erfahrung in Protestform aller Art stärkt die Abwehrkräfte der Demokratie und erweitert die Möglichkeiten des Protests, auf derer wir die Welt verändern können zum Positiven. Und es sollte natürlich auch die Freude am Protest nicht zu kurz kommen. Hier sehen wir Leute, die nackt bei Wohnungsbesichtigungen gegen hohe Mieten demonstrieren mit Musik und Tanz. Also ziviler Ungehorsam kann auch Spaß machen. Wir können unangemeldet Partys in Parks veranstalten. Wir können Gelände besetzen, uns temporär einfach was aneignen. Und wenn wir die Welt verändern wollen, dann muss es auf jeden Fall Spaß machen und man muss tanzen können, weil sonst wird es nicht klappen. Die nächste Stärke des zivilen Ungehorsams ist, dass wir neue Bündnisse schließen können. Und gerade ziviler Ungehorsam bietet die Chance für neue und für breite Bündnisse, weil man sich eben und weil man sich auf einen Aktionskonsens einigen und diesen in der Aktion auch halten muss, sind die Bündnisse meistens fester als andere. Und breite Bündnisse, die nicht in Wischiwaschi abgleiten, die bieten halt die besten Chancen für Veränderung. Denn je breiter das Bündnis, je mehr der Punk mit der Omi und der Linksradikale mit dem Sozialdemokraten zusammengeht, desto mehr Schlagkraft haben soziale Bewegungen und sie werden weniger angreifbar. Und wir können mit zivilem Ungehorsam Öffentlichkeit schaffen. Der Aufruf zu zivilem Ungehorsam und das Gewinnen von Promis für die Aktion kann schon für Monate vor der Aktion für die Öffentlichkeit sorgen. Und zu guter Letzt und vielleicht am wichtigsten, ziviler Ungehorsam bedeutet Ausbau der Demokratie. Er ist wirklich eine Chance, Demokratie auszubauen. Er demokratisiert bestehende Strukturen und Institutionen und kann Demokratie weiterentwickeln und radikalisieren und weiter ausbauen, auch gegen den Staat. Und das ist ganz wichtig. Damit möchte ich schließen. Dankeschön und nicht vergessen. Monserrat, vielen Dank für diesen Talk. Wir haben jetzt noch ganz viel Zeit für Fragen. Die Mikrofone sind da und da in den Gängen. Und da vorne ist auch schon jemand am Mikrofon. Ich sehe das von hier oben nicht. Okay, ja, das linke Mikrofon bitte. Hallo, ja. Erstmal vielen Dank für deinen Vortrag. Fand ich sehr gut, hat mir gut gefallen. Ein Zusatz, der mir noch eingefallen ist, ist, dass vor kurzem der FIFA-Chef Blatter auch mit Geldscheinen beworfen wurde, stimmt, was ich auch sehr passend fand und sehr lustig. Meine Frage wäre noch, ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren oder vielleicht auch im letzten Jahr gerade dieser zivile Ungehorsam gestiegen ist oder vielleicht einfach medienwirksamer geworden ist. Wie siehst du das? Ist das einfach nur meine Einschätzung oder ist es wirklich mehr geworden? Ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich deutlich mehr geworden ist. Ich glaube, es gab ein paar gute Kampagnen, die einfach so stark sind, dass sie das Gefühl vermitteln. Aber also ich glaube, in den letzten Jahren gab es eine Entwicklung, die hat angefangen mit dem G8-Gipfel in Heiligendamm und dem großen Bündnis, das zum Beispiel auch es heute ganz normal ist, Nazi-Demos zu blockieren. Und es wurde reingetragen in eine ziemliche Breite der Gesellschaft. Und das ist wirklich diesem Bündnis zu verdanken, was damals entstanden ist und was es eben auch einfacher gemacht hat und anschlussfähiger für die Leute da teilzunehmen. Das ist eben nicht so, hey, das ist jetzt total gefährlich und du übertrittst hier das Gesetz und das ist so, das darf man, also ich glaube,
hat sich einiges getan in Richtung ziviler Ungehorsam und ich glaube, man kann das noch weiter ausbauen. Ja, okay, danke. So, weitere Fragen? Da ist noch eine. Ja. Und zwar, wie siehst du das denn mit der Erfassung der biometrischen Daten, wenn man irgendwo protestiert? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin im Oktober ist ja diese gegen TTIP der Protest, ich würde da gern hingehen. Muss ich mir da jetzt schon Maske aufsetzen oder mir Augenbrauen anders hinschminken, weil die dann meine biometrischen Daten über die Videos erfassen und ich dann schon mal gleich registriert bin? Ja, Maske auf einer Demo aufsetzen ist meistens schwierig, weil wir ein Vermummungsverbot haben. Also da müsstest du lieber irgendwie mit Augenbrauen und komischen Brillen hantieren. Also das ist tendenziell, ist es natürlich, wenn man so eine Aktion wie die vor dem Reichstag hat, einerseits schafft die Aktion selbst aus sich selbst heraus mit den ganzen Handys und den ganzen Filmerei natürlich selber sich eine Öffentlichkeit und kann viel mehr Öffentlichkeit erreichen. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich klar sein, dass alle Bilder, die irgendwo im Netz sind, auch von Polizeien benutzt werden, um zu sagen, du hast da gegraben, das ist eine Sachbeschädigung, du kriegst jetzt hier irgendwie eine Strafe aufgebrummt. Also es ist halt irgendwie so Fluch und Segen zugleich. Also es gibt halt, also es ist halt schwierig, also es gibt halt das Vermummungsverbot und deswegen kann man da wenig machen. Also das ist auch immer ein Grund, auf Demonstrationen gleich rausgezogen zu werden. Gehst du davon aus, dass zum Beispiel, wenn man jetzt nach Berlin fährt, dass sie tatsächlich schon zum Beispiel die Kennzeichen auf den Autobahnen überwachen? Sind wir auch tatsächlich so weit oder sehe ich das zu arg? Du hast ein Handy dabei, aber ich glaube, also die Demo, die TTIP-Demo, die TTIP-Demo ist jetzt nicht irgendwie was, was jetzt so extrem in den Fokus ist. Eine angemeldete Demo, eine Großdemonstration. Ja, das war nur Beispiel. Also ich glaube, das ist nicht so gefährlich, ne? Potenziell. Aber wir haben alle ein Handy dabei, da weiß man eben, wer wo war. Und dann machen sie ihre Abfragen, die sie in Dresden gemacht haben, die Funkzellenabfragen. Also klar, also die sich schützen ist schon gut. Mal alle kein Handy mitnehmen auf eine Demo, aber da haben wir keine Bilder. Okay, danke. Wir haben noch Zeit für weitere Fragen. Ich habe zwei kurze Fragen, darf ich? Ja, klar. Also einmal würde mich interessieren, was so deine persönliche Verbindung zu diesem Thema ist. Hast du vielleicht selber schon mal an solchen unkonventionellen Protesten an zivilen Ungehorsam teilgenommen? Vielleicht kannst du da ein, zwei Beispiele nennen. Und die andere Frage ist, du hattest einmal kurz so diese Nacktproteste erwähnt und da fällt einem natürlich als erstes so Femen ein. Also was an sich irgendwie eine coole Idee ist, weil auch da, ne, the media can't resist. Aber man hat irgendwie das Gefühl, so bei den Femen hat sich das schon fast so ein bisschen abgenutzt oder ist so ein bisschen beliebig geworden. Wie bewertest du die oder diese Aktionsform generell? Nacktproteste sind super, weil sie wirklich seit den 60ern durchweg immer funktionieren. Also Femen finde ich schwierig aus einer Sicht, weil das, ich weiß nicht, das spielt schon wieder mit den Bildern, die man haben will. Also so eine, das, da gibt's aber auch eine berechtigte feministische Kritik dran. Aber ich glaube, Nacktheit als funktioniert wirklich. Also irgendwo nackig hinlaufen, die Presse davor anrufen, Nazi-Kneipen nackt stürmen, das geht alles Mögliche. Und das ist auch Media Can't Resist auf jeden Fall. Und mich wundert, dass es sich nicht abnutzt. Das klappt ja immer wieder. Und natürlich auf dem Land noch besser als in großen Städten. Kannst du noch mal auf, die zweite Frage. Auf deinen persönlichen Hintergrund, ob du schon mal selber an zivilen Ungehorsam teilgenommen hast? Ja, auf jeden Fall. Also ziviler Ungehorsam ist... Scheiße, ist illegal. ja, klar. Ja, also yeah. In ganz verschiedenen. Ist eine wirklich gute Erfahrung, weil es eine andere Power hat als eine ganz normale Large-Demo und weil es eben auch den Staat herausfordert, aber nicht auf so eine plumpe Weise, sondern eigentlich sehr intelligent und fundiert, und das mag ich daran. Und das ganze Gefühl, das ist irgendwie so letztens hat irgendjemand geschrieben, es sei irgendwie so eine Mischung aus Knutschen und Stinkefinger zeigen gleichzeitig. Also man ist total hektisch, man hat die Polizei, die einen da angreifen will, gleichzeitig irgendwie helfen sich die Leute. Das ist
unglaublich aufregend und schön. Also mir macht es auch Spaß. Danke. Ja, ich fand die Idee mit dem Geheimnissen ganz interessant. Es gab ja auch schon mal vor einigen Jahren die Idee eines, weil die auch immer so Transparenzoffensiven machen, Tag der offenen Tür bei BND oder beim Bundesamt für Verfassungsschutz, wo da halt immer das Problem ist, dass sie halt in Köln sitzen. Aber vielleicht fahren wir alle mal hin. Ein Anlass wäre auf jeden Fall der 7. November, da feiern die nämlich ihren 75. Geburtstag. Also lasst doch alle am 7. November mal nach Köln fahren. Ansonsten eröffnet ja bald der BND in Berlin. Ja, ich denke, also Tag der offenen Tür ist auf jeden Fall ein gutes Motto. Aber ich glaube, dafür braucht es ein sehr großes Bündnis, was das angeht, weil das wäre massenhafter ziviler Ungehorsam und das muss gut geplant und sollte auch im November fast schon zu knapp, würde ich sagen. Aber die laufen ja nicht davon, leider. Okay, wir haben jetzt noch ungefähr 15 Minuten. Hast du darauf noch Lust? 15 Minuten Frage und Antwort? Nicht 15 Minuten, aber ja. Okay, dann noch eine. Meine Frage schließt an die vorherige an. Mir ist aufgefallen, dass bei den Beispielen, die du im Vortrag hattest, das Thema des Kongresses hier praktisch keine Rolle spielt, jetzt abgesehen von Whistleblowing. Also Datenschutz, Datensicherheit, Überwachung und so weiter. Auch beim Nachdenken ist mir selber nur eine Aktion eingefallen. Vor zwei Jahren, als es mit dem NSA losging, hatte irgend so ein Student in Wiesbaden so Spaziergänge an diesem NSA-Stützpunkt gemacht. Und es war dann ganz witzig, wie der Staat darauf reagierte und die US-Sicherheitsbehörden. Wenn mich der Eindruck nicht täuscht und du ihn teilst, dass das hiesige Thema bisher nicht zur Mobilisierung gedient hat, woran liegt das deiner Meinung nach? Und lässt sich das eventuell ändern? Also, dass wir es nicht schaffen, dass Massenproteste letztlich jetzt gegen Überwachung, ich weiß nicht, ich meine, ich bin in dem Thema Grundrechte und Freiheit auch echt lang unterwegs, es ist schwer einfach, deswegen sollten wir vielleicht mit zivilem Ungehorsam mal versuchen, nochmal eine Debatte anzuheizen. Also es hat halt nie so groß skaliert, ne? Also aber die jährliche Large-Demo ist in meinen Augen nicht das Konzept, was trägt. Also ich glaube, wir müssen einfach nochmal neu denken. Auch wenn ich finde es schon sehr wichtig, dass Leute zusammenkommen und ein Event haben, aber ich glaube, wir müssen über neue Sachen nachdenken, sonst klappt's nicht. Ist das Thema vielleicht nicht moralisch genug, ist in der Öffentlichkeit dagegen zu wenig Empörung, dieses Argument, ich habe ja nichts zu verbergen, hört man ja immer und ist ein bisschen entwaffnend. Im Unterschied zu Flüchtlingen, wo es um Menschenleben geht, Castor, wo es um Strahlung geht, also vielleicht eignet sich das Thema. Es ist, glaube ich, nicht konkret genug, die Leute erfahren das nicht am eigenen Leib und das ist so weit weg, dass irgendwie diese Metadaten und irgendwie betrifft es mich nicht. Ich glaube, wir brauchen viel mehr so Beispiele, wo irgendwie 19-jährige Mädchen nicht in die USA einreisen dürfen, weil die ihre Facebook-Chats gelesen haben. Ich glaube, es fehlt uns an so konkreten Beispielen, wo die Bedrohung ist, ne? Also du hast nicht den Nachbar, der dir irgendwie das aufbohrt und ein Mikrofon reinhängt, sondern das ist alles so abstrakt und das Thema Bürgerrechte und Grundrechte ist eh jetzt nicht so ein ganz einfaches, um es zu vermitteln. Und dann fehlen eben noch die Beispiele und dann muss man das erstmal als technisch so erklären den Leuten, wie das funktioniert und dann ist es doch zu weit weg und was will die NSA über von mir? Ich glaube, das ist so unser Problem in dieser Bewegung, da mehr Protest auf die Straße zu kriegen. Vielen Dank. Noch eine Frage? Letzte? Hier noch eine. Wenn man einmal von den recht komfortablen Protesten in Deutschland absieht, die bekannteren Aktivismusformen letztes Jahr waren ja zum Beispiel diese Maidan-Proteste in der Ukraine. Was ließe sich daraus für Formen des zivilgesellschaftlichen Ungehorsams lernen? Oder wäre das schon ein Schritt weiter? Ja, es gibt eine Debatte darüber, dass ziviler Ungehorsam eigentlich nur in reifen Demokratien funktionieren kann, weil man dort abschätzen kann, was passiert, ne? Und wenn man jetzt sich die arabische Revolution anschaut oder die Maidan-Proteste, dann nutzen die alle das Mittel der Gewaltfreiheit und das nutzen sie, weil das einfach einerseits das Mächtigste ist, weil der Gegner
in dem Fall der Staat immer auf friedliche Menschen losgeht und es ist eindeutig einen Sieger, einen moralischen Sieger gibt, und auf der anderen Seite schreckt Gewalt halt Leute ab und ermöglicht große Bündnisse nicht. Und deswegen sind die großen Protestbewegungen auch gegen autoritäre Systeme eigentlich auch immer auf Gewaltfreiheit aufgebaut. Es ist die Frage, da kann man sich drüber streiten, also die nutzen natürlich Methoden des Ungehorsams, aber ob das in dieses Konzept zivile Ungehorsam reinpasst, das weiß ich nicht ganz genau, weil ich eben, also ich kann jetzt nicht den netten, bunten Protest machen wie in Heiligendamm, wenn die Knarren haben und schießen, ne? Also ich kann ja absehen, okay, die setzen Wasserwerfer, Tränengas, das kann man alles irgendwie handeln, aber die werden nicht irgendwie mich abknallen und dann sieht's halt ganz anders aus. Also ich denke, das ist schon ein beschränkt so dieses zivile Ungehorsam auf eine gewisse Art. Ja, danke.